Hallihallo. Ich werde jetzt heute mal die Huawei Watch GT2e testen. Hier noch ein kleines Vorwort, weil das Ganze dann doch ein paar Tage länger geworden ist als ursprünglich gedacht. Ich habe auch ein bisschen mehr Vergleich zur Fitbit Ionic gemacht, als ich ursprünglich geplant hatte. Die Huawei Watch GT2e habe ich bei meinem P40 Pro als Zugabe, als Vorbesteller dazu erhalten. Das heißt zwar vergünstigt, aber letztendlich selber gekauft. Ich kennzeichne das Video hier als Dauerwerbesendung, weil ich unten drunter in die Beschreibung Affiliate-Links packe. Sprich, wenn ihr darüber zu Amazon geht und kauft irgendwas, muss auch nicht unbedingt was aus dem Video sein, kriege ich von Amazon Geld, weil ich euch auf die Plattform geleitet habe. Falls ihr das Prinzip nicht kennt, ich habe da so ein eigenes Video gemacht. Ist natürlich auch nett zu wissen, ist meistens egal, was ihr kauft, aber wenn es so etwas komplett anderes ist, so könnt ihr natürlich eure Lieblings-YouTuber, vor allem natürlich mich, auch gerne anderweitig unterstützen. Nur ein kleiner Hinweis. Was ich in dem Video jetzt nicht so weit angeschaut habe, ist die Wasserfestigkeit. Also ich bin damit nicht ins Schwimmbad gegangen und den Musiktransfer habe ich nur sehr eingeschränkt getestet. Also das Ganze dann mit dem Bluetooth-Headset ohne Handy zu benutzen. Ich habe eh immer das Handy dabei, deswegen macht das für mich nicht so viel Sinn. Ja, ansonsten viel Spaß mit dem Video. Ja, ursprünglich war zwar ein, zwei Wochen geplant, jetzt sind wir schon bei 20 Tagen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. So, die ganz treuen Zuschauer erinnern sich ja vielleicht noch, dass ich vor Monaten mal ein Huawei P40 Pro gekauft habe und dabei gab es die Huawei Watch GT2e dazu. Und ja, seitdem sitzt die unausgepackt bei mir rum. Ist dreckig geworden. Und ja, jetzt wird es mal Zeit, das Ding aufzumachen, denke ich. So von den technischen Daten ist ja mit der Fitbit Ionic nicht ganz unähnlich. Aber jetzt schauen wir uns das Ding doch einfach mal an, richten es ein, testen es ein bisschen. Hoffentlich wird das nicht wieder ein unendlich langes Videoprojekt, weil ich da schon ein paar zu viel habe. Also fühlt sich auf jeden Fall recht schwer und ja, schauen wir uns gleich noch mehr an. Was haben wir noch dabei? Das Ladegerät, Kabel, Anleitung und die hohle Luft ist wenigstens umbaut. Ja, viel Luft. Hätte man noch ein bisschen kleiner machen können, der Umwelt zuliebe oder so. Aber das ist nicht weiter irgendwie gesichert. Ja, also so. Das Armband fühlt sich nicht ganz so hochwertig an, aber der Verschluss hier, ist ja, ich glaube, das ist kein Original-Armband, aber das fühlt sich schon sehr metallisch an. Es hat keinen Magneten da. Das könnte natürlich auch Aluminium sein. Ich vermute, wir müssen es erstmal aufladen, um zum Setup zu kommen. Dann auch die vier Sensoren. Das Laden sieht schon mal auf Anhieb ein bisschen besser gelöst aus. Ist bei der Ionic aber nicht so groß unterschiedlich, aber bei der Ionic haben wir hier das Problem, es soll jetzt gar nicht so sehr ein Vergleich sein, aber die hat ja beim Laden das Problem, dass hier in diesen kleinen Graben da immer Hautpartikel reinkommen. Es könnte hier vielleicht auch zu einem gewissen Grad entstehen, aber ich denke mal, hier kriegt man das wahrscheinlich sehr einfach mit einem Wattestäbchen sauber, während man hier dann schon ein bisschen Probleme hat, damit da das sauber zu machen. Deutlichen Tick schwerer, größer ist gar nicht unbedingt, aber durch die runde Form fühlt sich ein bisschen größer an. Sieht aus, als müssten wir die erstmal aufladen, um hier dann auch zum Setup zu kommen. Sofa. So, die Uhr ist am Ladegerät. Selbe Ladeanimation wie bei den Huawei Phones, Telefonen. Und das schon gewohnt ist, nur ein bisschen lahmer gefühlt. Ja, wir brauchen dann die Huawei Health App auf dem Telefon. Und dann hier unten Geräte hinzufügen. Smartwatch. Watch GT2 Serie. Koppeln. Synchronisieren von Bluetooth-Nachrichten. Zulassen. Gerät wird gesucht. Jetzt Spannung von den Fitbit-Benutzern. Das Gerät eigentlich irgendwas? Ja. Also jetzt wird gerade jeder Ionic-Geschädigte wie ich jetzt ein bisschen cringen wahrscheinlich. Ja, gut, auf dem Telefon tut es ja noch ein bisschen, werkelt es ja noch ein bisschen. Vielleicht
Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwelche interessanten exotischen Fehlermeldungen. Nein, das sieht aus, als hätte es geklappt. Und wir müssen gleich ein 147 Megabyte Update installieren. Was kommt da dazu? Oh, die SPO-Tunmessung. Aktualisieren wir mal. Runterladen. 28%, das ist schon angefangen. Vorher, ja, das dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Kriegen wir das Update drauf. Und dann zeige ich den Rest wahrscheinlich am besten vom Telefon aus, oder? So, das Update läuft relativ flüssig, wird wohl aber doch einige Zeit dauern. Auf jeden Fall hat man hier eine funktionierende Fortschrittsanzeige, auch wenn man das Phone, Telefon und die Uhr während der Zeit nicht benutzen sollte. Ja, das ist dann ein kleiner Nachteil hier vergleichsweise zu Fitbit, aber insgesamt fühlt es sich deutlich besser an. Der Teil auf dem Telefon ist fertig, aber jetzt wird hier noch ein bisschen gewerkelt, weil man hier auch sehr gut sehen kann, dass der Bildschirm recht nett ist von dem ganzen Gerät. Ich denke mal so ungefähr eine Stunde für das Update, dreiviertel Stunde insgesamt, ja. Aber immerhin mit Fortschrittsanzeige und ja, also nicht ganz Fitbit verdächtig. So, nach dem großen Update kommt jetzt nochmal ein kleines Update. Das geht aber wesentlich schneller, wie man hier gut sieht. So, spielen wir mal ein bisschen mit der Uhr rum. Ich habe schon ein bisschen ausprobiert und ja, ich ärgere mich schon richtig, dass ich das Ding erst jetzt ausgepackt habe, weil sie macht wirklich Spaß. Links, rechts kann man hier swipen, um dann verschiedene Funktionen zu kriegen. Hier oben kommt man dann an Einstellungen. Da hat man hier die Telefonsuchen-Funktion. Da kann man dann sein Telefon klingeln lassen. Jetzt schon auf Dauer wechseln rum und nach 5 Minuten. Nicht stören, Wecker, Einstellung, da kommt man dann hier zum Beispiel auch an die Watch Faces, ne? Und kann dann auf verschiedene Uhren. Ja, das gefällt mir ganz gut. Ich mir gerne alle Infos drauf habe. Ja, schauen wir, was kann eigentlich SPO2? Nicht bewegen, funktioniert das? Wer ist denn nicht bewegen? Kann ich meine Sauerstoffkonzepte jetzt, ja, schauen wir mal. Dauert ein bisschen. Hat sich nicht rauchen gelohnt oder nicht? Das zeigt uns gleich die Uhr. Was ich jetzt noch nicht gesehen habe, also man kann wohl keine, oder ich habe zumindest noch keine Möglichkeit gefunden, Apps selber zu installieren. 89, ein bisschen schlecht. Naja. Funktionstaste, also unten rechts wäre die Funktionstaste, oben ist die Zurücktaste. Trainingseinstellungen, System, Neustart, zurücksetzen. Ja, zwei Knöpfe im Gegensatz zu den drei auf der Ioniq. Scheint aber automatische Trainingserkennung, das kam jetzt mit dem letzten Update da hinzu. Wenn ich das recht gelesen habe, schauen wir, ob es noch ein interessantes Watchface gibt. Ist auch ein bisschen schwierig mit der linken Hand hier alles zu bedienen, wenn man Rechtshänder ist. Sonst vielleicht in die andere Hand machen. Da kann ich ja gar nicht so gut vergleichen und gut angeben, wie viele Uhren ich habe. Mehr drauf drückt. Also ein bisschen blöd, dass er dann nicht einfach eine Ebene zurückgeht, sondern gleich wieder ganz auf das. Verschieben oder so. Stresslevel anzeigen lassen. Ist die Uhr jetzt gerade von 100% auf 80 umgesprungen? Ja, gut. Da muss ich noch ein bisschen schauen. Ja, Training. Meditiermodus für die Faces. Workouts könnte man hier tracken. Hinzufügen. Dann mache ich diese
Beschränkung wie bei der Ionic, wo es ja mittlerweile an die anderen Sachen rankommt, aber dann über ein Untermenü gehen muss, kann man hier wohl scheinbar ziemlich lateinamerikanische Kampfkunst Kendo. Ja, Fun Street Dance, Rollschuhlaufen, Parktanzen, Tai Chi, Hula Hoop. Ja, die Auswahl ist hier ein bisschen jagen. Ist hier ein bisschen größer. Badminton, ein geringfügiges bisschen Drachenboot fahren. Ja, so ziemlich viel undenkbarer Krempel drin, wie man sieht, ne? BMX, Orientierungslauf, bis zum hin zum Autorennen und Fallschirmspringen. Noch gesehen bei den. Ja, hier werden dann die Nachrichten, wenn man nach unten scrollt. Da wird dann die Musik. Was haben wir noch für Apps? Stress, Atemübungen. Kann die den Auslöser machen. Barometer. Ja. Dann so noch Kompass, Benachrichtigungen, Taschenlampe. Sieht die ganzen Sachen, wofür man dann bei der Ionic Apps braucht, sind dann schon mit dabei. Telefon suchen, das andere einstellen, das nicht gleich nur umfeuern. Hier kann man quasi. Das mit der Barometer zeigt es einem auch die Höhe an. Das wäre jetzt auch sehr ungenau, weil ich glaube, wir sind irgendwo auf 500 Meter, nicht auf 1000. Ach, da ist der Höhenmesser. 406. Ach ja, das könnte hinkommen. Ja. Da ist der Höhenmesser. Interessant. Ja, also zwar keine Apps in dem Sinne, aber jede Menge Krempel schon drinne. Stresst. Tests muss ich in der Held-App aktivieren. Ja, geschlafen habe ich jetzt natürlich noch nicht. Und es ist jetzt auch spät Nachmittag, wo das Gerät in Einsatz kommt. Ja, da müssen wir jetzt mal ein paar Tage gucken und vergleichen. Dann können wir mal schauen, was die Ioniq und die Fitbit uns dann jeweils sagen. Weil so aus dem ganzen Handling her macht das deutlich mehr Spaß als die Ioniq. Also funktioniert besser. Ja, soll ja eigentlich ein Video primär über die Huawei Watch GT2e sein, nicht so sehr über den Vergleich. Das ist ein Video für sich. Bisher sieht das auch ganz gut aus. So Akkulaufzeit, jetzt werden es aktuell beide 80% zeigen. Das werden so die Interesse auch noch interessante Themen sein. Und ich muss auch ein anderes Armband kriegen, weil ich von dem hier garantiert Hautausschlag kriege. Also die löchige Wand funktioniert dann meistens besser. Das sind ja normale Uhrenarmbänder hier. Schauen wir mal, wie das funktioniert. So, ich habe gerade eine kleinere Radtour gemacht nach der Arbeit. Frau hat mich dann geschickt, ein paar Sachen zu machen. Schauen wir uns mal die Daten an. Was ist hier beim Sport gut sehr hilfreich aufgefallen ist, ist, dass das Display hier natürlich einen ganzen Tick größer ist und mit den vier Werten, das ist, finde ich, deutlich praktischer als die drei Werte, die Ionic maximal zeigt. Daten sind insgesamt, glaube ich, ziemlich ähnlich, bis auf das Fitbit. Ich habe auch vorher nochmal ein Workout in Fitnessstudio gemacht davor. Die Daten sind relativ ähnlich, aber Fitbit überschätzt, denke ich, die Kalorien deutlich, aber das ist ja eh nur relativ irrelevant. So. Vom Tragen her muss ich sagen, ist das höhere Gewicht ist schon ein bisschen unangenehm. Es kann natürlich auch sein, dass ich einfach nicht dran gewohnt bin. Hautausschlag ist jetzt bisher noch keiner da, glücklicherweise. Stoppen wir mal hier die Trainings. Sehen. Ja, die Achievements hier sind natürlich ganz nett. Personal Best sozusagen, weil ich das erste Mal mit dem Gerät trainiert habe. Längste zu Distanz zum Fahren. Übrigens eine Pause gemacht. Ja, wir erinnern uns, gestern war die Ioniq noch bei 80%. Ist doch relativ stark eingeboost. Normalerweise hält die eigentlich auch länger.
Ich glaube, die Radtour hat jetzt gar nicht, die Radtour hat ziemlich gezogen. Ich glaube, vorhin waren wir noch bei 65%, also eher. Ich nutze da draußen nicht so viel, aber es war jetzt relativ lange. Ich finde man sieht ja, dass die Huawei Watch GT2e hier in Schritten deutlich konservativer ist im Vergleich zu dem Huawei-Gerät, ne? Zu dem Fitbit-Gerät, so. Robert, kann man die. Also, der Batterielaufzeit, wo vorhin war es, sah es noch deutlich besser aus. Jetzt hat die Huawei Watch hier doch deutlich vorgelegt. Also, vor der Radtour ging das besser. Da scheint das GPS hier deutlich mehr reinzuschlagen. Was auch nett ist, wenn man hier zum Beispiel in diesem Watch Face dann auf die Herzfrequenz geht, dann springt der automatisch in den Bereich. Ne? Also, hier bei Stress und beim normalen Stresslevel oder beim Wetter. Das ist ganz neckisch. Ja. Muss mal die Workouts dann in der App zum Computer angucken und vergleichen, wer dann da das bessere Tracking eigentlich gemacht hat. Aber die Kilometer waren ziemlich nah beieinander. Ich glaube, um 200 Meter Unterschied bei 14 Kilometern. Das ist nicht so wirklich relevant aus meiner Sicht. So, hallihallo, ich habe mir mal das Armband gewechselt. Es ist jetzt, ich habe es durch falschen Bein gemacht. Es ist jetzt 8 Tage her, wenn ich richtig gezählt habe, dass ich die Uhr in Betrieb genommen habe mit 100% Akkuladung. Wir sind jetzt auf 15%. Zum Schnitt brauchst du ein bisschen mehr als 10% pro Tag. Aber ich denke auch mal, mit ein bisschen Batteriealterung müsste die eigentlich ganz gut eine Woche durchhalten, was ich sehr gut finde. Was ich nicht so gut finde, ist hier das Cardis Armband. Das gefällt mir gar nicht so gut. In der Zeit habe ich die Ioniq zweimal laden müssen und sie ist schon wieder bei 56%. Wahrscheinlich hat sie einfach vor Scham gegenüber der Huawei Watch GT2e jeglichen Lebenswillen verloren. Reden wir mal ein bisschen über den Vergleich von den beiden. Also eigentlich ist die Huawei Watch GT2e um Längen besser, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass die also um die 80 bis 100 Euro billiger ist. Die gibt so. Laufen so 120 bis 40, während die so um 220 laufen. Also das ist definitiv mehr das Geld wert als das hier. Was die Ioniq besser macht, oder Fitbit besser macht, ist das Tracking von kurzen Sportaktivitäten, wie mal ein bisschen rumlaufen, die 10 Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das registriert die im Prinzip mehr oder minder gar nicht und die Fitbit erkennt das immer sehr gut. Das ist was besser hat. Die Fitbit Ioniq hat auch die Möglichkeit, direkt auf Nachrichten, zum Beispiel von WhatsApp, zu antworten, während die Watch GT2e die einfach nur anzeigen kann. Das ist jetzt gerade zum Beispiel beim Autofahren, wenn einer einen ständig zutextet, ist das sehr praktisch. Dann kann man hier mal kurz schreiben: Hey, ich melde mich nachher, lass mich mal in Ruhe. Ne? Die Möglichkeit hat man hier nicht. Das ist besser, aber das sind so ja, die Sachen, die Ioniq wirklich ein bisschen besser kann. Das vielleicht auch ein Ding ist, hier gibt es halt einen App Store, hier sind die Apps alle schon drauf, die ich brauchen könnte. Es gibt aber potenziell natürlich hier vielleicht ein paar mehr Apps und andere Funktionen, die es hier jetzt derzeit nicht gibt. Da muss man gucken, wie die Update-Politik läuft. Ne? Jetzt hier September 2020. Die scheinen ja relativ, also wer muss da relativ viele Updates zum Start runterladen? Da hat die eigentlich wahrscheinlich Potenzial, wahrscheinlich passiert da auch mehr. Ja. Ja, das war sowas, was Fitbit ein bisschen besser kann. Beim Tracking sind sie ziemlich ähnlich, aber die Fitbit trackt wesentlich mehr Aktivität für Nicht-Schritte. Also ihr seht jetzt hier jetzt einen großen Unterschied. Wir haben hier 3.300 Schritte und die Fitbit hat 4.969 Schritte. Und wahrscheinlich habe ich wirklich eher 3.333 Schritte gemacht, aber ich habe heute zum Beispiel halt ein Workout im Fitnessstudio gemacht. Übrigens bei den 8 Tagen hier und 10%, da waren 7 Stunden Training mit dabei, ungefähr, die wir richtig getrackt haben. Ne? Radfahren, gehen, Fitnessstudio, vor allem nochmal erwähnen. Also, der Batterielaufzeit ist absolut hervorragend, aber das sieht man hier schon. Also, heute ist der Unterschied besonders groß, meistens dann nur 600 Schritte. Manchmal macht man halt bei der Ioniq auch auf und hat morgens schon 600 Schritte, weil man nachts sich so viel im Bett hin und her gewälzt hat. Beim Schlaf ist dann die Huawei Watch GT2e ein bisschen optimistischer, gibt einem meistens so eine halbe, dreiviertel Stunde mehr, die Ioniq ein bisschen weniger.
weil ich da das Gefühl habe, dass Fitbit wahrscheinlich einfach einen gewissen Datenvorsprung hat, weil die das natürlich schon ein paar Jahre länger machen. Es hat aber auch Interpretationsspielraum. Also, was mir sehr gut gefällt bei der GT2e, ist das Trainingstracking. Das ist wesentlich besser als bei als bei Fitbit, finde ich, vor allem weil Fitbit auch jetzt so ein Premium-Modell hat, wo sie eigentlich wollen, dass man abonniert. Für besondere Funktionen, hier hat man seine Trainingspläne schon in der App und alles drin. Also hier gibt es, seit ich gesehen habe, keine wirkliche Upsell-Funktion. Außer bei Musik, da ist ein bisschen, da weigert sie sich ein bisschen, da kriegt man wahrscheinlich nur Musik drauf, die man über Huawei gekauft hat. Vermute ich. Ist so meine Interpretation im Moment. Man kann zwar Musik auf dem Handy auswählen, aber jetzt aus der YouTube Audio Library zum Beispiel. Mag es nicht auf die Uhr draufbringen. Ist für mich jetzt auch kein wirklicher Anwendungsfall, nur mit der Uhr und dem Headset rumzulaufen. Ich habe dann meistens halt trotzdem noch das Handy dabei. Schauen wir mal, das sehr schnell das Essen aus dem Ofen gerettet, bevor es noch verbrennt, deswegen es gerade so gepiept hat. Ja, wechseln wir hier das Armband, also das hier von Cardis fühlt sich nicht sonderlich gut an. Ein Vorteil vielleicht hier ist, dass man hier ein Standard-Uhrenarmband dran kriegt, während die Ioniq spezielle braucht, wobei mir die Armbands bei den Ioniqs sehr gut gefallen. Aber man hat natürlich hier unter Umständen mal das Thema, dass vielleicht irgendwann keiner mehr die Armbänder baut. Und ich meine, das ist meine dritte oder vierte Ioniq, die auf Garantie getauscht wurde. Bin ich sicher, die ganze Verarbeitungsqualität, also für den Preis, absolut unterirdisch. Gebraucht kann man es natürlich dementsprechend auch nicht empfehlen. Hier. GT2 passt natürlich nicht. Man sieht, das Armband ein bisschen mehr kann. Auf Papierpackung. Nehmen mit Plastik beschichtet. Okay. Schauen wir mal, ob das ein bisschen mehr kann. Das wäre speziell für die GT2e. Ja, die Ioniq ist mir relativ stark zerkratzt worden, die erste. Dann ein bisschen gemeckert, die getauscht bekommen, dann hat sie nicht mehr geladen. Also ich glaube, das ist mal eine dritte, aber ja, also jetzt sieht das dann auch manchmal so in den Kommentaren zu den Videos, dass ich da durchaus nicht der Einzige bin. Also Ioniq ist ein polarisierendes Ding, denn manche Leute sind absolut begeistert. Das ist das beste Gerät überhaupt. Aber es gibt auch relativ viele Leute, die ziemlich kritisch sind. Ich sag mal, ich bin da eher so gemäßigt, weil ich sehe schon, was es kann. Ich sehe aber auch die Probleme. Also gerade so Sachen wie die Verbindung und das Setup war natürlich jetzt hier gerade mit der Huawei Watch GT2e vergleichsweise. Das war ja natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hier übrigens ein nettes Feature hier. Man kann, wenn man ein bisschen auf den Screen drückt, kann man dann sehr schnell sein Arm, sein Clockface hier wechseln, seinen Hintergrund. Die VOO Max. Machen sie übrigens sind beide ziemlich identisch bei denen. Da muss ich aber noch ein bisschen mehr joggen, dass ich genauere Daten kriege von allen beiden. Mal gucken, das ist das Original-Armband. Ja, ich auch sehr zufrieden, ne? Kein Hautausschlag, trotz meiner empfindlichen Babyhaut hier. Bei den Fitbit-Geräten habe ich bei jedem mit dem Original-Armband Hautausschlag gekriegt. Und ich habe das Ding jetzt genauso Tag und Nacht getragen. Das fühlt sich schon ein bisschen besser an als was Cardis uns hier gegeben hat. Ich frage mich auch, warum die hier ein Öffnungswerkzeug für die SIM dabei hatten. Mal gerade schauen. Ja, der Trick war dann. Trick war dann bei der Suche nach der Huawei Watch GT-Leerzeichen 2E zu suchen. Wenn man nach GT2 Leerzeichen E sucht, findet man nur Zeug für die GT2. Und da die Dimensionen ein bisschen unterschiedlich sind, sieht das hier jetzt sehr gut an der. Ja, das Armband ist, glaube ich, auch ganz okay. Kann man auch mal ein paar Tage anziehen. Fühlt sich aber nicht ganz so gut an wie das Originalarmband. Das Sportarmband von Huawei, von der Fitbit war dann sehr gut. Hier haben die das ein bisschen elastisch gemacht. Das war eigentlich beim Sportarmband von Fitbit, ist mir das hier gerissen und dann war das Armband dann im Prinzip komplett nutzlos.
Ja, hier so Schutzhülle habe ich jetzt mal eine angeschafft. Ja, ich wisst ja, ich mache das nie, nie ohne Gummi. Hoffentlich lacht wieder irgendeiner. Ja, aber das war so ein Ding. Wenn man GT2 sucht, das Zeug ist nicht kompatibel, weil die GT2, wie man hier sieht, da ein bisschen andere Dimensionen hat und hier eine Aussparung hat. Deswegen ist auch das Armband hier so ein bisschen anders geformt ist. Aber man kriegt, also von Huawei habe ich jetzt auf denen ihrer Website nichts gesehen, was genau richtig passt. Ist hier schon die Achse rausgefallen? Ja. Die liegt dann wahrscheinlich irgendwo rum. Und dann haben wir suchen. Alter. Swapped. Das hier so ein Verschluss von einem K98, ne? Ja, mit dem bin ich echt ganz zufrieden. Ja. Genau, Nachrichten kann man anschauen, kann man aber nicht beantworten. Jetzt muss das Ding eh laden. Hier so einen ähnlichen Lader habe ich, oder genau, das ist sogar von der gleichen Firma, habe ich auch von der für Fitbit. Finde ich da sehr praktisch, weil bei der Fitbit ja die Fitbit ja beim Laden wirklich problematisch ist. Aus meiner Sicht. Es ist zwar auch magnetisch, aber es hält nicht so ganz gut. Und bei Huawei, wie man sieht, haben die natürlich den Vorteil, dass die alle scheinbar den gleichen Ladenanschluss haben, weil Fitbit macht bei jedem Gerät was Neues, anderes und nichts davon hat bisher wirklich gut funktioniert aus meiner Sicht. Also, ja, das ist hier schon, also hier ist auch die Verbindung deutlich stärker, deutlich besser, weil bei dem Fitbit ist es so ein bisschen finicky, ist ein bisschen fiedelig und man kann im Prinzip das vergessen, gleichzeitig zu laden und zu sehen, ob es lädt. Ne? Sehen, so also im Ständer hier sieht man das dann immer gleich. Und scheint zu funktionieren. Ja, und hier, die muss ich dann wahrscheinlich nur einmal laden, vielleicht ein bisschen länger als die Fitbit, aber ich gebe dem Ganzen mal noch eine Woche mit 2 Uhren am Armgelenk. Ist natürlich so ein Ding, wenn man natürlich schon bei Fitbit drin ist es natürlich schwierig zu wechseln, weil Fitbit die Daten auch nicht wirklich hergibt. Bei mir ist das, ich habe so Tie-in-Services, die nur mit Fitbit vernünftig funktionieren. Deswegen werde ich wahrscheinlich über längere Zeit jetzt mit zwei Smartwatches rumlaufen, was sich irgendwie ziemlich bescheuert anfühlt. Naja, schauen wir mal. So, nachdem wir jetzt wochenlang länger getestet haben als eigentlich gedacht, wird es mal Zeit für ein endgültiges Fazit. Ich fange immer gerne mit den negativen Punkten an und ja, es ist jetzt schon wirklich Kretenkackerei, weil es gibt wirklich nicht so viel hier dran zu kritisieren. Was mich ein bisschen stört, ist, dass man dann auf die Nachrichten nicht sofort antworten kann. Das kann vielleicht die Watch GT 2, die ein bisschen teurer ist. Der kann man, glaube ich, noch telefonieren, aber da habe ich keine persönlichen Erfahrungen, kann also nichts zu sagen. Ist auch nur bei mir, ich brauche das eigentlich nur, wenn ich Auto fahre und irgendjemand mich bei WhatsApp zutextet, dass ich denen sage, hey, ich kann jetzt gerade nicht sprechen. Probiert es mal später. Ne? Was anderes habe ich das eigentlich auch noch nie benutzt. Was gibt es denn noch so sagen? Also den Music Transfer habe ich jetzt zwar nicht so tief ausgetestet, da gab es aber so das Ding, wenn man mehrere Musikstücke anwählt, kann man sie dann manchmal nicht transferieren. Das sagt ja nicht so wirklich was. Das ist wahrscheinlich irgendeine DRM-Geschichte dahinter. Da haben sie auch was, da haben sie auch so ein Ding, wenn man, da wollen sie einen dann gerne auch so ein 10-Euro-Abonnement von dem Huawei-Musikdienst rein pushen, was ich absolut überhaupt nicht mag in irgendeiner Form, aber hier, das ist so ein Randbereich. Also für mich, ich bin nie draußen unterwegs mit nur meiner Uhr und Maps. Ich habe immer mein Handy dabei. Insofern ist es für mich wirklich kein Thema. Und wenn, also ich höre halt gerne Audiobücher oder sowas und dann, ja, das sind die Möglichkeiten wahrscheinlich eh ein bisschen eingeschränkt, wobei ich jetzt den Musikdienst davon ich auch gar nicht tiefer angeschaut habe. Aber ja, das sind so die absoluten Negativpunkte, die man hier finden kann, wenn man will. Positiv ist natürlich die Batterie, also wie lange die Batterie hält. Also ich muss so alle 8 Tage ungefähr mal laden. Also es ist wirklich deutlich länger als eine Woche, die das üblicherweise hält. Und auch mit draußen rumrennen, mit GPS, wo ja die, also am Anfang sah es so aus, als wäre die Fitbit und die Watch GT2 eh ungefähr gleich auf, bis ich dann mal rausgegangen bin und das GPS angemacht habe. Da ist dann hier die Batterie so, da kann man gar nicht zugucken, so schnell geht die runter und hier, ja, ist like pro Stunde 10, 15% und hier merkt man keinen Unterschied mehr gesehen. Also es ist wirklich erstaunlich, würde ich sagen. Aber Huawei ist auch, was Batterien angeht, wirklich gut in allen Geräten, die ich bisher gehabt habe.
Ja, der Trend setzt sich da gewissermaßen vor. Ich denke so, die Qualität, über alles, die Verarbeitungsqualität, Bildqualität könnte man es nennen, finde ich sehr gut. Gefällt mir gut. Tracking war sehr gut. Was, ich habe manchmal ein bisschen Schwankungen bei der Herzfrequenz gehabt. Manchmal war es irgendwie plötzlich 30 Schläge zu hoch oder zu niedrig. Über einen längeren Zeitraum. Das kam aber vielleicht auch mit der Trageposition zusammenhängen. Da bin ich einfach noch nicht so tief dahinter gekommen. Insgesamt gefällt mir das sehr gut, was die hier mit den Workouts machen. Schauen wir mal. Vorführeffekt. Wo habe ich denn die? Gott, hier auf dem Handy die Held-App. Also Trainingsdaten, gerade für, gucken, kann sogar hier ohne Karte machen. Trainingsdaten finde ich eigentlich sehr aussagekräftig, auch wenn ich ziemlich lahm bin. Aber ich habe jetzt gerade wieder angefangen zu laufen, vielleicht auch dank der Huawei Watch GT2e. Das ist jetzt Name. Ja, was hier zum Beispiel die VO Max hat sich bei mir jetzt schon um 3 Punkte verbessert, von 35 auf 38, also von ganz mies auf unterdurchschnittlich. Diese Regenerationszeitenanzeige ist ganz nett zu sehen. Trainingseffekte. Das finde ich alles ziemlich gelungen, alles in allem. Und halt dieses Ding bei Fitbit zum Beispiel, die wollen dann gerne, dass einem die vollen Trainingsdaten und Herzfrequenzzonen und so weiter zeigen. Wollen die jetzt mittlerweile eine Subscription zu ihrem Premium-Dienst haben und sowas, wenn man 200 plus Euro ausgibt. Und ich habe jetzt so Preisunterschiede gesehen, wo die hier für 120 gelaufen ist, sind die Ioniq für 220. Boah, das ist, also mich macht das ganz schön sauer, muss ich sagen. Also ich finde sowas echt unter aller Sau. Ich meine, das ist natürlich verständlich, die Firmen wollen Kohle machen, auch wenn sie das Produkt mal verkauft haben, aber ja, hier ein bisschen blöd ist die Statistiken. Der macht zum Beispiel Pilates und so nicht da rein. Also da ist wirklich, da muss es wirklich das richtige Workout sein, dass es reingeht. Stresstest, der SPO, dieser Sauerstoffsättigungssensor ist ganz neckisch, aber man muss dann so lange stillhalten, dass es meistens nicht klappt. Schlafsensoren zeigen hier immer ein bisschen mehr Minuten als bei Fitbit. Ich denke, das ist einfach eine Interpretationssache. Ich denke, hier ist es ein bisschen realistischer vielleicht, aus meiner Sicht. Ja, was bei Fitbit besser ist, ist, wenn man so zwischen verschiedenen Tagen hin und her scrollt, das ist hier ein bisschen, das geht hier nicht so schön, finde ich. Ja. Also, wie gesagt, eigentlich jetzt im Vergleich zu Ioniq, gar kein Vergleich. Da ist das hier wirklich eindeutig der Sieger. Ja, was man natürlich bedenken sollte, was ich eigentlich ganz am Anfang sagen wollte, wenn man natürlich Bedenken hat, seine Fitnessdaten irgendwann irgendjemandem zu geben. Also, ich denke, da gibt es auch keinen großen Unterschied, an wen man sie gibt. Dann sollte man vielleicht auf sowas lieber verzichten. Ne? Wollte ich eigentlich als erstes sagen, ne? Jetzt kommt es ganz am Ende. Also es gibt auch sowas wie analoge Schrittzähler und so. Früher hat man das auch gemacht, hat auch funktioniert. Ne? Muss nicht alles online machen, wenn man nicht will. Aber ich glaube, dann hätte ich das Video bis hier nicht angeschaut. Ja, also super Gerät. Wenn ihr eine Smartwatch wollt, sicherlich ein guter Kandidat aus meiner Sicht. Man hat natürlich, wie ich dann mit Fitbit irgendwie ein bisschen man Fitbit braucht, weil irgendwelche Dienste an Fitbit hängen, ist man halt gefickt und muss zwei Uhren rumtragen für alle Zukunft, weil die dann doch zu gut ist, um sie zu verschenken oder jemand anderem zu geben. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es war halbwegs informativ und erträglich. Schreibt was in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, kennt das Spiel. Bis 2020, alle wissen, wie YouTube funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald. Ciao, ciao.